Herr Präsident, Frau Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorgeschichte und die inhaltliche Debatte, die müssen wir hier nicht mehr führen. Die Vorgeschichte hat der Mehrheitssprecher dargelegt. Er war so nett, den Verlauf der gestrigen Kommissionssitzung als zügig zu bezeichnen. Ich würde sagen, es war ja ein leichter Zug ins Chaotische, war nicht, ja, so, sagen wir mal, war ein eher sehr spontane und nicht allzu organisierte Debatte in der Kommission. Wie gesagt, die Debatte haben wir bereits geführt. Hier geht es darum, dass wir insbesondere Leute fördern würden, die es gar nicht unbedingt nötig haben. Die Initiativen würden die Kantone und insbesondere die Finanzdirektoren ziemlich nachhaltig verärgern. Wer Bürokratieabbauinitiativen am Laufen hat zurzeit, der kann nur unter großem Verbiegen diesen Initiativen zustimmen. Sie sind bürokratische Undinger. Und der erste Beschluss, den wir jetzt Beschluss fassen, der wäre meines Erachtens klar harmonisierungswidrig. Also da können die Kantone machen, was sie wollen. Das widerspricht den Bestrebungen nach einem Mindestharmonisierung im Steuerbereich. Ich beantrage Ihnen deshalb, der Minderheit zu folgen und festzuhalten, dem Volk und Ständen die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen.